Um die PVC-Jalousie in Holzoptik zu montieren, brauchen Sie eine Wasserwaage, Akku, Bohrer und Schraubaufsatz, Zollstock und Bleistift. Im Lieferumfang finden Sie die Montageträger inklusive aller Schrauben und Dübel, die Frontblende mit passenden Halterungen sowie den zweiteiligen Schnurwickler inklusive Schrauben und Dübeln und natürlich Ihre Jalousie. Messen Sie im ersten Schritt noch einmal die genaue Breite der Jalousie. Ermitteln Sie dann die Breite Ihrer Fensternische. Nun können Sie den Überstand nach beiden Seiten der Fensternische errechnen. Markieren Sie dieses Maß. Um die Höhe für die Montage zu ermitteln, ist die Pakethöhe der geschlossenen Jalousie entscheidend. Bringen Sie die Jalousie so an, dass sich das Fenster problemlos öffnen lässt. Übertragen Sie also die Markierungen für die Breite auf die gewünschte Höhe. Hier schließt die Jalousie später mit dem Fenstersturz ab. Um die Position der Wandhalterungen zu ermitteln, stecken Sie sie so auf das Montageprofil der Jalousie auf, dass Sie die Leiterbänder nicht berühren. Ermitteln Sie dann den Abstand von der Außenkante der Jalousie bis zur Wandhalterung. Setzen Sie auch an dieser Stelle entsprechende Markierungen an der Wand. Legen Sie nun die Abschlusshalterungen an die äußeren Markierungen an und zeichnen Sie die Bohrlöcher vor. Zeichnen Sie auch die Bohrlöcher für die Wandhalterungen an. Bohren Sie schließlich vor, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Halterungen fest. Sind alle Halterungen befestigt, hängen Sie die Jalousie ein. Sichern Sie sie, indem Sie die Bügel an den Abschlusshalterungen schließen. Um die Blende am Montageprofil der Jalousie zu befestigen, stecken Sie zuerst die Blendenklammern auf. Achten Sie auch hier darauf, dass diese die Mechanik der Jalousie nicht berühren. Die Blende wird anschließend einfach festgeklemmt. Bringen Sie nun noch den Schnurwickler an. Dieser sollte, um die Jalousie kindersicher zu gestalten, in einer Höhe von 1,50 Meter angebracht werden. Bringen Sie die zweite Hälfte des Wicklers in einigem Abstand dazu an. Bohren Sie auch hier vor, setzen Sie einen Dübel ein und schrauben Sie die Schnurwicklerhälften fest. Öffnen und schließen Sie die Jalousie über die Bedienschnur. Ist die gewünschte Position erreicht, können Sie die Bedienschnur in Achten um den Halter wickeln und damit für Ordnung und Sicherheit gleichermaßen sorgen. Mit der Zugschnur auf der gegenüberliegenden Seite verändern Sie die Neigung der Lamellen. Wir wünschen viel Freude an Ihrer Jalousie in Holzoptik.